stehe ich in meiner Küche und das hat einen Grund. Wir haben nämlich etwas bei babyartikel.de bestellt. Am Dienstag geht es los, Milan fängt den Kindergarten an und da freuen wir uns schon riesig drauf. Und da haben wir erstmal eine fette Liste bekommen, was wir denn alles für den Kindergarten brauchen und was wir Milan mitgeben müssen. Unter anderem braucht Milan eine Brotdose. Ich habe gedacht, ich möchte jetzt nicht irgendeine Brotdose holen, sie soll auch schön aussehen. Und was mir ganz wichtig war, dass sie halt ein separates Fach für Obst und Gemüse hat und dass die Brotdose stabil ist. Wir haben uns jetzt für eine Brotdose von der Firma SigiKit entschieden und zwar mit dem Design von Sammy Samoa. Ja, so ein Piratendesign und ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal die Brotdose aus der Verpackung. Da, das ist einmal die Brotdose. Ich zeige sie auch gleich nochmal vom Nahen. Also, hier wird sie dann logischerweise geöffnet. Die Brotdose ist spülmaschinenfest, aber der Deckel muss von Hand gewaschen werden. Ich nehme mal an, dass es wegen dem Motiv ist, dass das sonst entfernt wird oder so. Ja, hier drin haben wir dann einmal dieses separate Fach, wovon ich eben gesprochen habe. Also das war mir ganz wichtig, weil ich es nicht mag, dass das Brot und Obst und Gemüse dann so in einem liegt, dass das schön separat ist. Und die Brotdose ist auch schön groß, das heißt, hier passt ordentlich Brot rein und Obst und Gemüse. Die lässt sich ganz leicht öffnen, einmal hier hoch machen. Das ist jetzt nochmal das Design vom Nahen. Also ich finde das total süß gemacht. Für Jungs ist es halt in dieser Version und die gibt es auch nochmal in Pink für Mädchen. Diese Brotdose scheint sehr, sehr stabil zu sein. Und ja, ich freue mich schon drauf, Milan sein Frühstücksbrot da rein zu machen. Ich habe mir schon mehrere Brotdosen jetzt auch in Geschäften angeguckt. Und was mir aufgefallen ist, dass manche Brotdosen einfach so komisch nach Plastik riechen. Und das mag ich überhaupt nicht, weil dann auch das Frühstück so nach diesem Plastik einfach riecht. Und also auf Anhieb fällt mir jetzt auf, dass diese Brotdose nicht riecht. Also nicht nach Plastik riecht. Und ja, ich werde sie jetzt erstmal waschen und dann werden wir sie befüllen und mit in den Kindergarten nehmen. Und dann sehen wir uns wieder. Hier habe ich jetzt für Milan das Frühstück vorbereitet. In diese kleine Schale habe ich jetzt ein paar Cherrytomaten und Paprika reingetan und hier auf diese Seite sein Brot. Ich wechsle dann immer Gemüse und Obst ab oder ich könnte ihm hier noch ein bisschen Apfel oder so an die Seite tun. Aber ja, so sieht das jetzt aus und das tue ich jetzt im Kühlschrank und dann wird das morgen früh mit in den Kindergarten genommen.